Oh Leute und herzlich willkommen zum ersten Spieltag der BPL. Die Thunder Jones, geleitet von mir, stehen heute den Unbound Destructions gegenüber, geleitet vom lieben Pokécombat. Und ich muss vorneweg etwas sagen, und zwar, wir hatten während des Kampfes einen DC gehabt, weswegen wir bis zum DC hin alles nachgestellt haben. Zum Glück ist auch alles so funktioniert, wie wir es wollten. Es gibt ein paar kleine Unterschiede mit der Kampfeanzahl, das ist aber nicht so schlimm. Es hat sich eigentlich alles so weit wieder zugetragen, wie es war. Von daher, bitte nicht wundern. Und dann will ich auch gleich erstmal auf die Teams eingehen. Auf meiner Seite haben wir Landris T, Glurak Y, Mendebass, das geliebte Krefelder, das keiner leiden kann, Pixie, wo mich wahrscheinlich dafür die halbe BPL hasst, weil ich es weggepickt habe. Dann unser Star-Player des Teams, Blitzer. Und der wahre Star-Player des Teams, Enteron. Meine Ente. Ich liebe diese Ente. Auf Max' Seite haben wir Mega Sherox, Hooper Unbound, Kikli, wo man vorsichtig sein soll, Entei, das gerne mal schneisende Zerstörung in ein Team reißt, das geliebte Quacksire, Morlord, wir wissen alle, Unkenntnis, du willst dich boosten? Wegen mir, mach ruhig. Jetzt ist es so Latte. Und Nachtara, das Magengeschwür des Jujus. Ja, ich würde sagen, wir starten auch gleich mal mit dem Kampf. Ihr seid informiert worden. Alles ist, wie gesagt, bis zum DC nachgespielt worden. Ging auch alles glatt, Gott sei Dank. Und ich würde sagen, wir starten den Kampf. Max möchte mit mir kämpfen. Ich lede mit Dudeci. Mein Landerstein, da ich nämlich am Anfang die Tarnsteine rausholen wollte. Der Bedroher macht sich ja sehr gut. Und ich sage euch dann auch Bescheid, wann das mit dem DC wir aufgeschlossen haben. Wir haben auch peinlich geguckt, dass alles genauso war, wie wir es gespielt haben. In der ersten Runde hole ich meine Tarnsteinchen raus. Er geht hier auf den Schwerttanz. Und dann war ich eigentlich doof. Denn ich bin hier auf Mendebass gegangen, mein physisch-defensives Krefeldes, und dachte mir, ja, du kannst was tanken, aber da kommt der nächste Schwertanz. Und eigentlich hätte ich intelligenter spielen können und auf Glurak auswechseln können. Nämlich mit Glurak hätte ich ihn eigentlich rausgescared, weil was hätte mir Sherox großartig machen können? Da kommt der Käferbiss, und hier muss ich sagen, im ersten Kampf, bevor wir den DC hatten, hatte ich noch 39 KP. Hier habe ich 33, das heißt 6 Unterschied, das ist aber nicht so schlimm. Bis jetzt ist alles noch genauso gelaufen, wie werden wir den DC hatten. Ich hole mal einen Lendros wieder rein, weil ich noch einen Bedroher machen wollte. Und Sack ist dann auch, da ich ja einen safen Switch-In brauchte. Gehe jetzt auf meinen Glurak. Gehe dann auf die Mega-Entwicklung und habe hier den Flammenwurf gedrückt. Und das war eigentlich so die Stelle, wo wir Angst hatten, dass das nicht so ganz so läuft. Weil im ersten Kampf, bevor wir den DC hatten, hatte ich einen sehr hohen Roll. Also fast, glaube ich, Max-Roll. Deswegen hatten wir Angst, dass das dann nicht so ganz läuft, weswegen wir uns auch schon überlegt hatten, dass er dann in der Runde einfach auf Dampfwalze oder was irgendwas drücken würde, dass wir das wieder so einigermaßen hinstellen können. Zum Glück hat Flera uns natürlich erhört und hat genau den gleichen Schaden wieder rausgehauen. Wir waren eigentlich genau safe wieder. Und hier kommt jetzt, dass ich Mendebass opfe, weil ich brauchte wieder einen safen Switch-In. Und was wollte ich jetzt großartig noch mit Zendev machen? 33 KP, ja, schön. Da geht mein Verhöhner, Auflockerer mit Beulenhelm. Und jetzt kommt eigentlich der kleine Starplayer meines Teams, und zwar mein Enteron. Mit Wolke 7 habe ich natürlich kein Problem mehr mit der Dürre. Und da kann ich auch das Entei rausnehmen. Was ich ein bisschen komisch finde, weil er hätte es sich ja eigentlich aufräumen können. Einmal die Steine reinwechseln, hätte eigentlich noch gehen können, und ein Turbo-Tempo konnte man immer gut gebrauchen. Und damit haben wir auch den DC jetzt hinter uns gelassen. Und jetzt beginnt der eigentliche Kampf wieder, und ich muss sagen, ich liebe diese Ente. Denn das zweite Siedewasser bringt einfach mal fett den Burn. Und ich war so glücklich darüber. Nämlich ein verbranntes Hooper ist das Beste, was man haben kann.
Außerdem einem Totenhuper. Das ist noch besser. Hier ist er natürlich gezwungen, jetzt rauszuwechseln, weil mit der Verbrennung kann er wirklich nichts machen. Geht dann auf Morlord. Ich kann ja hier beruhigt weiterhin aufs Wiederwasser gehen, da das ein unkenntnis Morlord ist und kein H2O-Absorber hat, deswegen ich auch keine Sorgen haben muss. Und hier war es jetzt die Sache. Wechsle ich auf Glurak Y auf und riskiere eine Steinattacke, weil ich mir ziemlich sicher war, dass er eine Steinattacke drauf hatte und da kommt auch die Steinkante. Und deswegen dachte ich mir, nee, ich bleibe einfach drin und versuche einen Burn zu kriegen und ich meine, meine Ente geht hier gerade richtig durch. Deswegen liebe ich Enteron und deswegen ist Enteron auch ein Pokémon, was man sehr schön in einem Sonntagsteam spielen kann, dank der Fähigkeit Cloud 9. Also Wolke 7, die ja die Wettereffekte neutralisiert. Deswegen ich mir ja halt nie Sorgen machen muss, dass mein Siedewasser irgendwie schwächer wird durch die Sonne. Hier denke ich nochmal zum Glück einen Patronenhieb. Natürlich wieder auf dem Bankhof, weil ich so ein kleines Arschloch bin. Hier hat Weg leider nicht mehr überlebt. Das war ein bisschen schade. Ich habe echt gedacht, ich sweep mit der Ente durch. Und ja, jetzt ist eigentlich nur noch eine Endshow von Glurak. Meine lieben Flara. Denn er hat nichts, was er mehr irgendwie safe in Glurak Y einwechseln kann. Ich kann hier eigentlich problemlos durchgehen. Da kommt er nach Tara. Nach Tara kann mir gar nichts. Ich muss auch dazu sagen, ich spiele jetzt nicht das OU Wallbreaker Set. Da hätte ich nämlich einen Feuersturm drauf. Feuersturm ist aber für mich zum Beispiel eine Attacke, die spiele ich sehr ungerne, weil sie bei mir sehr oft daneben geht. Weswegen wir den Flammenwurf drauf haben. Und ja, Flara macht jetzt eigentlich das, was ein Glurak Y macht, wenn alles weg ist, was es nervt. Einfach nur durchgehen und eine Schneise der Verwüstung hinterlassen. Da kommt Kikli und da war ich auch ein bisschen verwundert, weil ich hatte eigentlich mit einem Mogelhieb gerechnet. Könnte aber auch sein, dass es ein Scarf-Kikli ist und Kikli ist da trotzdem nicht schneller als Glurak Y. Weil ich glaube, es kommt dann nur über so 80 rüber, wenn ich mich da nicht so täusche mit dem Scarf. Und ja, was will man denn großartig noch sagen? Dank der Ente, dank Wack. Wack hat mir in diesem Kampf riesig den Arsch gerettet, weil ich habe am Anfang, muss ich sagen, ich habe totalen Scheißreck zusammengespielt. Nach 2 Monaten ohne Kompatibilität, ihr wisst ja, ich hatte, mein 3DS war kaputt und ich konnte einfach nichts mehr machen. Und da danke ich auch noch mal meinem Freund, der mir zum Geburtstag einen neuen geschenkt hat. 2 Monate ohne Competitive irgendwas und trotzdem irgendwas gerissen. Ja, das ist die Fähigkeit von Unkenntnis, die ich auch besitze. Hier überleben wir noch mit 9 KP. Die 4 Punkte Spezialverteidigung haben sich sehr gut gemacht. Und damit gewinnen wir den Kampf auch wundervoll mit einem 3:0. Und ich muss eigentlich sagen, der meiste Lob geht an meine Ente, denn diese Ente, ich schwöre euch, es ist wirklich der Starplayer, auch wenn mein Glurak am Ende 4 Pokémon komplett alleine gemacht hat. Wahre Starplayer ist mein Enteron und ich liebe Wack dafür und deswegen hat es einen Platz in meinem Herzen. Ich muss auch dazu sagen, ich habe mal CP mit Enteron noch nie gespielt und ich lerne dieses Enteron gerade lieben und schätzen. Und ich hoffe, euch hat soweit der Kampf gefallen. Im nächsten Spieltag geht es dann gegen Slashtunes und sein Team. Und ich hoffe, wir können da auch wieder Gutes machen und ich hoffe, die Ente bläst uns und wir werden wieder voranschreiten. Bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Ich hoffe, ihr schaltet auch bei den anderen BPL-Kämpfen ein. Ich werde euch natürlich die Kanäle der anderen Teilnehmer ebenfalls verlinken. Und das war's soweit von mir. Die Santa Jones melden sich ab. Wir sind raus. Ciao, Leute.